Dresden ist für mich eine Stadt, die wie keine andere Zukunft und Vergangenheit zusammenbringen kann. Aus dieser nicht immer einfachen Vergangenheit, aber mit all den schönen Sammlungen zum Beispiel in dieser Stadt, wird es uns gelingen, für unsere Kinder, für unsere Enkel, eine ganz neue Welt, eine ganz andere Zukunft zu bauen. Dazu braucht man aber mutige Konzepte. Und zu diesen mutigen Konzepten gehört nicht nur die Zukunft der Wissenschaft und der Kultur und der Wirtschaft, sondern dazu gehört auch die Mobilität. Und wenn wir hier Zukunft beweisen wollen, dann müssen wir anders denken, als dies in den letzten Jahren geschehen ist. Dresden war so oft bahnbrechend und beispielhaft für andere Städte. Dresden ist so oft kopiert worden. Und deshalb haben wir jetzt wieder die Chance, was ganz Neues für die Zukunft zu machen. Und dazu gehört auch das Mobilitätskonzept. Deshalb bin ich für einen Tunnel, damit wir auch in Zukunft die wunderschöne Geschichte dieser Stadt mit einer glorreichen Zukunft verbinden können.